Bin Don, bin Don, bin Ach, da. übrigens, wenn ihr öfter Stardew Valley spielen wollt, ich habe jetzt 20 Tage frei. Du Schande. Jeden Tag Stardew Valley Es ist stundenlang. vielleicht ein guter Tag, um die Höhlen zu besuchen. Sei nur vorsichtig da draußen. Wenn du gehst, nimm ein Lebenselixier oder zwei mit. Wie hast denn du deinen Stream genannt? Komische Gespräche und Farmen. Damit setzt du Erwartungen aber hoch. Nee, eigentlich wir können niedrig. Ja gleich mal, wir können ja gleich mal mit Penis anfangen. Tatsächlich habe ich ein Gespräch, aber das würde ich Lumi, glaube ich, lieber privat fragen. Ach, was? Wie? Wo? Was? Ja, das sind Themen, die muss man vielleicht nicht im Stream besprechen. Die sind sehr persönlich. Okay. Leich oder Blutpenis? Muss man sagen, jetzt. Jetzt gibt's was. Es ist schon klar, dass ich jetzt die nächsten 5, 6 Stunden während des Streams an nichts anderes denken kann, als was du mir privat erzählen möchtest. Ist doch cool. Hab ich denn meinen Auftrag erfüllt? Ein Date, Lumi, ein genau. Date. Genau. Wollte fragen, ob du da vorbeikommst. Wenn nicht, ich hab mal deine viel zu weit weg für Dates. Was hast du aufgenommen? Ich hab mal deine Aufgabe übernommen, du brauchst heute nichts mehr ernten. Yay. Höchstens aussehen. Haben wir noch Saatgut? Nee, Saatgut wollten wir, glaube ich. Ich weiß nicht, wie noch Saatgut haben, das noch reift in 5 Tagen. Für Sommer. So, ich tue mal alles. Herbst. Alles, was silbern ist und so, können wir ja verkaufen, eigentlich, oder? Außer wir wollen es halt weiterverarbeiten. Ich tue es einfach in die Kiste hauen. Ein Pepperoni lohnt sich, weil man das mehrfach ernten kann. Ob man was? Pepperoni lohnt sich nicht, wenn man das mehrfach ernten kann. 6 Tagen Frühling, Sommer, 7 Tage. Ich tu mal das Goldene, hau ich mal weg hier, sonst ist die Kiste gleich zu voll hier. Neun Tage, 8 Tage, 12 Tage. Achso, du und da das jetzt so von der zweiten Seite kam, haben mich jetzt überzeugt, dann doch ein Donation Goal für mein rotes Handy zu machen. Weißt du? Ich bin sehr überzeugend, ich weiß. Na, eigentlich hat mich jetzt noch ein Führer drauf angesprochen und dann habe ich gedacht, na gut, wenn es jetzt schon 2 Jahre mit meinem. Ich gehe mal zu Haley und den Blumenstrauß vorbeibringen. Benni, du hast den Blumenstrauß da oben bei 8 Herzen verteilt, oder? Ja, ja. Dann tue ich Haley jetzt einen Blumenstrauß überreichen. Damit wird sie deine feste Freundin, wenn sie zustimmt. Ja, hoffentlich. Wäre traurig, wenn sie jetzt aber sagt, du bist mal voll der Typ, aber wir sind nur Freunde. Gefriendzone. Geblumenzone. Du atmest übrigens wieder sehr in dein Mikro. Was? Du atmest wieder sehr in dein Mikrofon. So, ja. Das ist natürlich ziemlich verstörend. Woher? Ich hab Brot im Müll gefunden vor Helis Haustür. Wow. Ich schmeiß Brot weg. Das nehme ich gerne an, danke. Felix ist mit Heli zusammen. Oh. Oh. Was für eine Verschwenderin, ey. Moment mal, was habe ich denn hier gemacht? Jetzt stimmen die Sachen wieder. Hallo. Jetzt sieht man mich auch. Boah, die Blitze sind laut. Sag mal, du guckst im Chat mit dem ausgepoppten Twitch-Chat, oder? Inzwischen über Moonboard. Über Moonboard? Über die Moonboard-Seite gibt es auch einen Chat mit drin. Na, das ist ja interessant. So, was wollten wir jetzt noch machen? Morgen hat Willi Geburtstag. Wir haben den Zwergengeburtstag vergessen, oder? Der war gestern. Nö, wir haben dem Opale gegeben. Stimmt, deswegen seid ihr hingegangen. Das habe ich nicht verstanden. Gestern. Okay, na, in-game gestern. Eingerichtet, was ich einrichten wollte. Und wir müssen unbedingt eine Hasenpfote irgendwo auftreiben. Ach, und wir müssen wieder Hartholz. Also ich melde mich wieder freiwillig fürs Hartholz. Wieso habe ich denn jetzt eine Heli-Zwischensequenz? Weiß ich nicht. Am Strand. Da bin ich bei 4 Herzen oder so lang. Ja, nur da habe ich die jetzt auch. Ich könnte jetzt sagen, was du finden ben, musst und wo du es komm finden schnell kannst. Her! Mein Armband ist weg. Ich weiß, dass ich es noch hatte, als ich angekommen bin. Aber jetzt ist es weg und ich kann es nicht mehr finden. Frauen klingen beim Ben immer so unglaublich sexy.
Soll ich dir versprechen, ich werde es nie ersetzen können. Ganz ruhig, ich kaufe dir ein neues. Es tut mir wirklich leid. Hallo, Flower Crower. Aha. Vielleicht wird es an einer anderen Küste angespült. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass es im Grund des Ozeans sein könnte. Ich darf mit Bennett sich in deine Zwischensequenz reinquatschen. Danach erzähle ich dir, worum es in dem Spiel geht. Tut mir leid, oh Großmutter. Ich habe dein geliebtes Armband verloren. Bitte vergib mir. Könnte sie es irgendwo in der Nähe verloren haben? Ja, bestimmt. Ja. Jetzt kannst du quatschen. Okay. Soll ich dir sagen, geht's ins Stardew Valley in 3 Sätzen? Ins Farmen. Harvest Moon für den PC. Also man baut seine eigene... Harvest Moon auf dem PC, genau. Man baut seine eigene kleine Farm auf, in dem Fall zusammen mit Ben und Felix. Und... Keine Ahnung, es ist ein ziemlich chilliges Spiel. Es gibt eigentlich gar kein richtiges Ziel. Finde ich. Gibt's ein Ziel? Ja, mehr Geld zu generieren. Glaub, übrigens kannst du heute für 5000 direkt wieder hier die Dingens holen. Was, die Dingens? Die Heiratsgedöns. Ich weiß nicht, ob du das schon darfst. Muss meinen Typen ansprechen. Ach so, unten, stimmt. Mhm. Ha! Das Amulett? Mhm. Mhm. Sparst dir den Hochzeitsring. Mhm. Ich komme, ich fliege. Du willst es nicht in der Hände überholen, oder? Eine gute Beziehung braucht Zeit. Ach Quatsch, Lumi. Doch, Felix. Poppen. Ist das... Alter, willst du einen Heiratsantrag machen, um sie zu poppen? Du hast es gefunden. Vielen, vielen Dank, Ben. Du hast mich gerettet. Nee, es gibt leider keine Pokémon, aber die Optik ist schon ähnlich. Ich werde Pokémon, nie vergessen, was du für mich getan hast. Ich glaube, es gibt sogar eine Pokémon-Mod. Eine Pokémon-Mod? Echt? Ja gut, das wäre vorstellbar, eine Mod halt, ne? Aber nicht im Originalspiel. Wo du halt dann statt Tieren Pokémon züchtest. Ach, süß. Hä? Alter Seemann, ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen, aber irgendwas sagt mir, dass ich bereit bin. Dann geht es erst mit 10 Herzen. Schade. Weißt du, sie liebt dich nicht genug. Tja. Was mache ich denn jetzt eigentlich heute? Ich weiß nie, was ich bei dem Spiel machen wollte. Und dann ist der Tag vorbei. So, es ist wie im wirklichen Leben. Irgendwas wollte ich machen und plötzlich ist der Tag vorbei. Netflix und chill. Oder machst einen DVD-Abend. Duschen, Vögeln. Duschen. Also eigentlich... Ich wollte gerade sagen, wo kommt das letzte D hin? Die Idee von dem Spiel ist das Verarmen, aber ich glaube, was Felix nicht so ganz verstanden hat, ist, dass er immer denkt, dass wir einfach einen Sextalk führen und dass wir deswegen dieses Spiel spielen. Ich habe mir für Steam mal wirklich Boobs Saga geholt oder so hieß das. Ach du Scheiße, so was traurig. Kaufst du dir so eine Rotze? Ich habe es auch nach 11 Stunden zurückgegeben. Boobs Saga, also allein schon bei dem Titel. Sprich, für zweimal Peppen hat's gereicht, ja? Nee, wirklich. Es war schon wirklich. Da. Habt ihr P18? Sonst darf ich es ja nie erzählen. Ich hab P18. Ich hab 18. Du, das sind ein paar Mädels, die sind in England irgendwie im Ferienheim und auf einmal blitzt und die sind im Kerker irgendwo. Ja, yep. Coole Logik. Und müssen halt die ganze Zeit irgend so im Hohepriester dort, ne? Und du musst dich dort irgendwie rauskämpfen und da gibt's MGs für die Brüste und so ein Spaß. Ah, ich wollte es mal ausprobieren. Und, bist du glücklich geworden? Nee, ich bin... Wie gesagt, ich hab's nach 1,5 Stunden wieder zurückgegeben, weil es einfach... scheiß war. Jetzt krieg ich einen Forellenbar, schön. Ich muss um 19 Uhr hätte ich den gebraucht. Zu spät. Soll ich doch zur Dings kommen, die... Genau. Jodi, die mich eingeladen hat, das Essen mitzubringen, das sie braucht. Also wir wollten eigentlich in dem Stream, können wir uns als Zielsetzung mal machen, den dritten Stall. Also fürs Pferd. Ja, wir machen ein Haus-Upgrade. Das läuft halt nebenbei. Meinst du, 2 Pferde reichen? Kann man das nicht noch kaufen? Mein Kater ist wieder weg. Bin tatsächlich sehr nüchtern gerade. Wie Kater? Du hast eine Miezekatze? Nein. Partherr im Sinne von Drunk und so. Hast du endlich etwa besoffen im Stream? Nee. Stimmt, alles Gute nachträglich noch. Dankeschön, Ben. Hast du etwa Geburtstag gehabt? Ja, am 9. Ja. Ich hab's verpennt. Ja, gestern. Alles Gute, meine. Wie jung bist du geworden? Krass, fragt man nicht.
30. Sag was, doch. 30? Sag ja. doch, 21. Ich bin ein Mensch, der sagt, man soll zu seinem Alter stehen. Es ändert aber nichts daran, dass mich mein Alter ankotzt. Meine Freundin ist am 5. 30 geworden. Schön. Ja, ne? Was wollte ich jetzt sagen? Irgendwas wollte ich zu dem Thema noch sagen. Achso, wegen Kater. Irgendwo eine Fledermaus. Ich hatte eigentlich streng genommen gar keinen Kater. Ich habe einfach fast 24 Stunden durchgesoffen und war ständig auf Restalkohol. Also. Wir mussten jetzt extra noch für Opa und Opa eine Geburtstagsfeier machen für meine Eltern, weil die ja unbedingt mitfeiern wollten. Ich hab halt reingefeiert mit Freunden und die waren halt am nächsten Morgen noch da. Meine beste Freundin und noch ein Kumpel. Und dann haben wir halt am nächsten Morgen noch ein Sektfrühstück gemacht, so um 12. Was? Ein Sektfrühstück. Ein Sektfrühstück. Ja, ja. Ein FFM-Frühstück, schon klar. Ja, und dann haben wir halt, dieses Frühstück ging dann, wann ist meine beste Freundin gegangen? Um 17 Uhr. So, also wir haben eigentlich gebruncht. Wir haben nochmal 4 Stunden lang Sekt und Hugo zusammen getrunken und dann habe ich um 17 Uhr nochmal 2-3 Stunden geschlafen und dann bin ich halt in meinen Stream. So. Eigentlich fragt man per se Menschen nicht, wie alt sie werden, Matze. Oh mein Gott. Das sind Frauen und Männer immer so. Welken ist keine Leistung. Aber ich wollte ja, eigentlich war ja mein Plan, mit den beiden reinzufeiern, dann ordentlich auszuschlafen, wieder fit zu sein und abends mit meinem Stream irgendwie ein bisschen so einen Gedankenstream oder sowas zu machen. Aber da ich noch so viel Restalkohol im Blut hatte, hatte ich echt keinen Bock, nochmal irgendwie zu saufen. Aber ich finde es cool, dass noch keiner gefragt hat, warum hier so viele Eisenlampen stehen und eine Holzlampe. Ich habe gar nicht auf die Lampen geachtet. Ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und so viele sind es, glaube ich, gar nicht. Und bevor ihr fragt, warum sind denn da so viele Eisenlampen und nur eine Holzlampe? Weil ich aus Versehen immer auf Holzlampe geklickt hatte und eigentlich Eisenlampen mehr machen. Ach so. Das war jetzt voll die intensive Story, Felix. Ja. Fast so interessant wie letzte Woche der komplette Stream. Bevor ihr einen Untersuchungsausschuss deswegen macht, 51. Ich hab's verpeilt, ich bin auf dem Weg, aber ich glaube, ich schaff's nicht. Veruntreuung von Batterien dachte ich, ich sag's lieber frei aus. Du bist direkt exekutiert, Felix. Ja. Lumi schläft erstmal ein. Du wirst an die Wand gestellt. Eingeschlafen. Immerhin. Mir hat die ganze Zeit irgendwas im Auge, das ist voll furchtbar. Level up, Fischenstufe 5, endlich. Ich glaube, das, was du im Auge hast, ist ein Augenlid. Am besten ist ja anderes. Ich habe einen Weg reingetan und ich habe ein paar Fasern ausgesourced. Aber du weißt, dass wir Fasern eigentlich brauchen zum Sachen herstellen. Ja, aber wir hatten 412, das Zeug hat nie jemand genommen. Nie. Wetten, dass wir es demnächst brauchen für die Hauserweiterung. 400 habe ich übrig gelassen, das reichen. Also hast du die ganze 12 woanders hingetan? Geil. Hm? Das ganze 12, also rausgenommen? Nee, ich habe mehr. Ich würde gerne in einem alten Bauernhaus leben, so wie du. Schlampe, du lebst in einem Bauernhaus. Bei Ben unten. Die nervt mich. Kann die nicht wieder ausziehen? Ich will die einzige Frau sein auf diesem Hof. Ich finde, müssen wir wirklich mal drüber reden, weil die macht ja die Heizdecke an im Sommer, das geht gar nicht. Oh, ich get so, die geht gar nicht, ohne Scheiß, was hast du dir da für eine Frau aus? Jetzt erzählt sie, ich will in dem Bauernhaus leben. Ist die schon dement oder was? Du kannst, Benni, du kannst... Was machen denn die langsame Staubschwaden, die durch die Dachsparren flüstern? Irgendwas an diesem alten Gebäude ist besonders, findest du nicht? Kannst höchstens versuchen, bei allen Frauen gut dazustehen, dann wird aber was Schlimmes passieren. Hä, wenn ich mit denen befreundet bin, ich kann nichts dafür, wenn die auf mich stehen. Nee, wenn du mit allen auf, wenn du allen einen Blumenstrauß... Wird das jetzt ein Spoiler oder sollen wir es einfach mal ausprobieren? So, wenn du allen einen Blumenstrauß gibst, ja, okay, aber einfach nur mit allen gut dastehen, ist ja was anderes. Ah. Gib vielleicht mal allen Männern einen Blumenstrauß, guck mal. Ja, für Frauen ist es okay. Ich bin soweit ganz gut, ich bin irgendwie ein bisschen platt, ich brauch... Also ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein Bier oder Koffein trinke und ich habe irgendwas am Auge. Jo. So viel zu meiner Befindlichkeit. Wie geht es denn dir? Bier, wir wollen. Ich habe überlegt, ob ich mir ein... Also wenn ich tatsächlich mal wieder Geld habe, was ja eigentlich nie der Fall ist, aber so prinzipiell und so, ne? Ob ich mir ein Headset kaufe mit Mikrofon und mit euch übers Mikrofon rede und mit dem Stream über das andere Mikrofon und dann kann ich nämlich mich bei euch muten, wenn ich mit den anderen rede und Hey, du kannst dich doch jetzt auch bei uns muten. Ja, aber dann
Über Discord? Ja, aber das ist irgendwie, warte mal, was irgendwas daran war besser. Was, das muss ich mal überlegen, was daran besser war. Hä? Ich hatte mir das irgendwie durchdacht und das hat Sinn ergeben. Warte, ich überleg nochmal. Das Problem daran ist, dann hörst du dich bei mir total scheiße an. Das ist mir doch egal, ob ich bei deinem Stream mit mir rüberkomme. Ja, dann müssen wir halt wohl nicht mehr miteinander streamen, ganz einfach. Oh mein Gott, also du bei Felix ein Geschiss machst wegen seinem Mikrofon. Ja, aber er hat doch kein besseres. Ja, aber du kannst auch sagen, kauf dir ein besseres, so streamen wir halt nicht mehr du zusammen. Du kaufst dir halt mit Absicht ein schlechtes und du riskierst das Antreden. Ich hab nicht gesagt, dass es ein schlechtes wird. Ein Headset ist immer schlechter als ein großes. Das stimmt nicht, ich habe schon welche gehört, die waren sehr gut. Ja, aber immer noch nicht gleich gut. Ja, dann chill ich ein bisschen hin, awake it und schlaf. Also chill. Und genau, schlaf ja, einfach. Lass den Stream an und schlaf. Das ist auch gut. Ist auch in Ordnung. Ich habe Leute zum Einschlafen und zum Aufwachen. Also von daher. Hauptsache Stream an. Das ist das Wichtige. Ich plane eigentlich eine Nachtschicht, ja. Eigentlich ja. Ups, falsch. Aber ich hab Durst. Ich muss normales trinken. Haben wir irgendwas, wo wir die Baumfrüchte hin tun? Nee. Könntest mal was machen. Toll. Dann wünsche ich dir einen guten Hunger, Awakened. Bleibt das wieder an mir hängen. Immer muss ich hier alles machen. Mimi. Warum steht sie eigentlich vor deinem Haus? Ich weiß nicht, was sie da wollte. Er hat eine Sternfrucht gefunden? Ja. 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 Scheinbar. Meine Frau hat mir gerade eine Sternfallfrucht gegeben. Bitte was? Ja, ist so Zeit, dass ich heirate. Vielleicht ist sie doch nicht so übel. Als Zeichen meiner Liebe biete ich dir diese Frucht. Wir haben draußen genug Platz für eine kleine Schleimzucht. Warum? Okay, die will das anscheinend fürs Schleime züchten. Aus irgendwelchen Gründen. Aber wir haben Orangengelee schon gemacht. Sehr geil. Nom nom nom. Was wollen wir als nächstes Hofgebäude bauen? Ich dachte, wir machen ein Haus auf groß. Für Kindernachwuchs und so. Können wir auch machen, da muss aber einer von euch nachgucken gehen. Oh, warte mal, ich kann nur ins Wiki gehen. Ich glaube, ich gucke jetzt mal, ob ich noch ein Bier habe, was weg muss. Stimmt, hast du noch ein Bier, das weg muss? Es ist tatsächlich so, ja. Du hast doch immer irgendwas, was weg muss. Das stimmt auch. Ich habe jetzt mit meiner besten Freundin eine Yum-Yum-Suppe mitgegeben, die 2017 abgelaufen ist. So viel dazu. Die wird ja auch nicht schlecht, oder bin ich blöd? Eigentlich wird die nicht schlecht. Also sie hat eine hier gegessen und dann habe ich ihr die zweite mitgegeben. Dann habe ich gemeint, ja, wird langsam Zeit. Dann meinte sie, ja, die erste hätte auch schon so ein bisschen alt geschmeckt. Dann habe ich gemeint, ja, warum hast du sie denn dann gegessen? Ja, die muss ja weg. Ich so, ja, ganz im Ernst, wenn die nicht schmeckt, dann isst sie halt nicht, ne? Und sie, nee, das ging ja noch, war halt nur ein bisschen alt. Ich so, ja. Liegt vielleicht am Öl. Da ist ja Öl drin, dass das ranzig wird oder so. Ich muss mir immer noch Sashimi holen. Ich muss mal kurz Reis kaufen gehen. Egal, ich wollte ja ein Bier holen. Also. Geh mal ein Bier holen. Ja, dann so. Dir auch einen guten Hunger machen. Jetzt habe ich noch eine Zwischensequenz, aber mit dem OP, glaube ich. Oh, wie soll ich an diesen Brief da hinten kommen? Wie heißt die? Ach, scheiße. Wie heißt die Frau hier oben, die das baut? Ich schaff das, Herr Müller. Müller. Hier, bitteschön. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicherlich allein bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Ben, du hast uns beobachtet, habe ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum und bin mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Ich finde das nett. Danke. Ich wünsche nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. Wir brauchen halt 150 Stück Hartholz für eine Hausaufgabe. Nein, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast.
Schon in Ordnung, Herr Molnar. Ich verstehe es. Damit die Stimme ändern kann. Ich habe erst gedacht, er redet halt weiter und nicht sie. Deswegen war ich etwas. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht darüber nach. Es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Ja, deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Das ist nett von dir. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir sollten unsere Älteren den gleichen Respekt entgegenbringen, den wir uns irgendwann erhoffen. Nun, es war interessant mit dir zu reden, Ben. Ich sollte gehen. So, darf ich jetzt Sachen einkaufen? Sehr schön. Ah, das reicht doch wieder nicht von der Zeit. Ich will doch nur Reis kaufen. Naja, 16:40 ist schon. Mittwochs Ruhetag. Never mind. Hier, Clint will Pepperoni haben. Warum rennst du jetzt eigentlich mit dem Pferd rum, wenn ich eigentlich ein Pferd hab? Und wo ist mein Pferd? Namas! Schon aus dem Blickfeld. Bin schon wieder da. Dank dem lieben John kann ich jetzt endlich in meinen Bierkrug auch wieder Bier füllen und kein Mikrofon mehr. Hast du denn erst mal den Mikrofonständer bekommen hast? Genau, ja. Oh, ja, ich habe jetzt meinen Stream in Anlehnung an dich, Ben, genannt, Stardew Valley, Gespräche ohne sexuellen Inhalt. Das ist ja langweilig, da kommt ja keiner. Die Leute, die schon hier waren, die wissen, wie es gemeint ist. Nein, es liegt ein bisschen daran, dass wir einfach immer bei Stardew Valley über irgendwelchen sexuellen Kram reden. Aber ich wollte mich langsam mal zurückhalten, mir wird langsam echt bewusst, dass das im Internet bleibt, was ich so erzähle. Das ist doch nicht schlimm, Lumi. Das ist nicht schlimm, Lumi, ja. Das ist doch nicht schlimm. Wir haben alle über solche Geheimnisse geredet letztes Mal, ja. Wie schön, dass ich meine Sachen mit meinem Namen zumindest nicht mehr hochladen kann, weil meine Festplatte voll war und das Video gar nicht gespeichert hat. Lumi, ich hab dir ein neues Fenster geholt. Was ist mit mir? Ich hab dir ein Fenster geholt. Warum? Ich hab doch schon welche gekauft. Wann hast du das mal angesetzt? Letztes Mal. Ah, Pepperoni wollte ich holen. Ja, du hast eh ein Fenster. Jetzt habe ich eine Sequenz, ja, ich habe den Fisch. Ruhe. Ruhe. Hi Lumi da, bitte komm doch rein. Ich habe euren Fisch. Den ihr euch selber, haben wolltet. Ah, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Du hast den Fisch mitgebracht, den sie dir jetzt zum Abendbrot servieren. Ist richtig geil, ne? Also diese Einladung von wegen, komm doch zum Essen vorbei und bring explizit diesen Fisch mit. Und du hast den Fisch mitgebracht. Wunderbar. Sam, könntest du herkommen und helfen, den Fisch zu säubern? Wo ist denn Clint? Nein. Jawohl, gnädige Frau. Da kommt er doch. Ist das nicht Clint? Hallo Ben, du hast mir gebracht, wenn ich gefragt hatte. Sieht perfekt aus. Hier ist das für ein Mühen. Wow, er sieht super aus und riecht so frisch. So. Vielen Dank, dass du geholfen hast, Lumida. Ja. Das war von gestern und ich habe ihn geschenkt bekommen und er lag wahrscheinlich ewig in meinem Briefkasten, aber hey. Wo hast du den Forellenbarsch eigentlich geholt? Ich habe ihn geschenkt bekommen, er lag in meinem Briefkasten. Linus hat ihn mir gegeben. Lol. Wahrscheinlich vom Fluss dann. Müsste ja bei Linus in der Gegend sein, ne? Geht's Kent hat hin. Auch einen Fisch gefangen, aber isst den ganzen fast alleine. Böser Kent. Kind freut sich. Erstmal den Fisch auf den Boden werfen, genau, so sieht's aus. Ey, ohne Scheiß, das haben sie aber auch verdient. Wer mich einlädt und sagt, komm zum Essen vorbei, aber bring dein Essen selbst mit, dem sollte ich sein Essen wirklich auf den Boden schmeißen, oder? Du bist sehr zu harsch mit den Leuten. Dieser knusprige Barsch war lecker, die Panade ist ein Gedicht. Die lobt sie auch noch selber, weil sie ihn zubereitet hat. Das ist ja ich echt. Ich schon fast wie ein Teil der Familie. Nee, ich glaube, das war jetzt ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das gesagt hat. Aber du hast doch einen rohen Fisch mitgebracht. Ruft meinen Bruder an. Warum ruft jetzt meinen Bruder an? Er hat immer ein Training. Ich nerven will. Weil er dir sagen will, dass du nicht so viel über Sex reden sollst. Was? Ich hab nur einen Kaulbarsch gefangen. Außerdem kennt er mich schon lang genug. Und er weiß, dass ich wegrenne, wenn er über Sex reden will. Aber du erzählst ihm Sachen, oder was? Nein, ich erzähle allen anderen Leuten Sachen und das weiß er auch. Und warum rennst aber du weg, wenn er drüber reden will? Weil es mein verdammter Bruder ist, ich will überhaupt nicht wissen, was der im Bett macht. Das verstehe ich nicht.
Willst du wissen, was deine Geschwister im Bett treiben? Nicht unbedingt, aber wenn sie drüber reden wollen, wenn man denen irgendwie einen Rat geben kann, würde ich mich da mit hinsetzen und das mit mir anhören. Das meine ich halt. Nee, da kriegt es mit seiner Freundin schon ganz gut alleine hin. Ich habe fest eine Überzeugung. Pass auf die Uhr, wir haben es 23. Alle Dude. Ich hole noch ein paar Geoden ab. Auf was? Ich habe noch ein paar Geoden gefunden im Wasser. Ach so. Geoden im Wasser? Ja. Schätze im Wasser. Ach, du bist ja mit deinem Ding unterwegs. Welchem Ding? Ja, na. Oh, Amphibienfossil, das haben wir glaube ich noch gar nicht. Ich weiß nie, welches du meinst. Dieses Schürfdingen. Nee, ich bleibe normal am Angeln. Großer Bruder. Ach so, beim Angeln. Und der ist noch nie verheiratet, wenn der älter ist als du? Weißt du, ist das auch noch gleichzeitig ein Diss in meine Richtung, oder was möchtest du denn damit sagen? Nee, eigentlich, weil ich... Oh, du bist schon so alt und der ist noch älter als du und ist noch nicht mal verheiratet. Also. Tatsächlich einfach, weil es über 30 ist und ich das ungewöhnlich finde, dann nicht verheiratet. Ich bin jetzt auch über 30 und nicht verheiratet. Nee, du bist noch 30 und nicht verheiratet, ja? Nein, ich bin über 30. Ich bin 30 Jahre alt und ein Tag und bin nicht verheiratet, ne? Außerdem bist du eine spezielle Person mit einem speziellen Umgang mit anderen Menschen, die sie mögen. Nett ausgedrückt. Das heißt aber nicht, dass ich nicht heiraten kann. Das ist richtig, aber ich glaube, du bräuchst einen sehr speziellen Partner, damit die Heirat gut funktioniert. Oder die Ehe. Das ist okay, das mag richtig sein. Meine Einstellung zur Heirat ist ja auch sehr anders. Genau, deswegen. Aber ich hätte jetzt deinem Bruder unterstellt, dass es nicht so ist. Nein, mein Bruder ist tatsächlich in Anführungsstrichen normal. Normal ist ja auch wieder so ein Begriff. Aber der heiratet dieses Jahr. Siehst du? Da habe ich mich doch gewundert, warum er nicht verheiratet ist. Ist doch richtig gewundert in dem Fall. Naja, also ich meine, der hat halt irgendwie meiner Ansicht nach nicht ganz so gut gegriffen die ganze Zeit in der Wahl seiner Partnerin. Aber jetzt hat er eine, mit der ich absolut d'accord bin, die darf auch gerne heiraten. Cool. Danke. Willst du dir dieses Mal was über die Ex-Partnerin deines Bruders erzählen? Lass mich überlegen. Etwas creepy.